Kaum war die Stocks Only Go Up Fraktion nach langem Abtauchen wieder aufgetaucht, seht ihr bei The Dip, wir haben es doch immer gesagt, Aktienmärkte können nur steigen. Schon hatte leider Facebook ziemlich kaltes Wasser auf die bereits wieder ziemlich erhitzten Gemüter geschüttet. Und in diesem Video will ich mal so ein bisschen den Kontext anschauen um Facebook, aber um das große Picture, das wir derzeit an den Märkten haben. Und wir starten zunächst mal mit dem Desaster. Das war wirklich ein heftiger Move, den wir hier gesehen haben. Die Aktie nachbörslich um knapp 23% abgestürzt. Das ist das Verhalten eigentlich eines Penny Stocks, was hier diese Megacap-Aktie von Facebook oder Meta hier zutage gebracht hat. Und da Meta oder Facebook mehr oder weniger 900 Milliarden Dollar wert war, gestern, stand gestern vor den Zahlen, ist eben ein Verlust von 23% um und bei, entspricht so etwa 200 Milliarden Dollar. Und das ist das BIP etwa von Griechenland oder Neuseeland, das da also innerhalb von wenigen Minuten, wenn man so will, vernichtet wurde. Kursgewinne seit einem Jahr in wenigen Minuten komplett ausradiert. Das zeigt so ein bisschen die Dimension, die hier im Spiel ist, also die Wirtschaftstätigkeit eines ganzen Landes wie Griechenland oder Neuseeland, der plötzlich mal irgendwie futsch. Und warum das so ist, das sehen wir hier. Vor allem die Daily Active Users sind miserabel, etwa in den USA und ROW, Rest of the World, die sogar rückläufig gewesen. Warum ist das wichtig? Weil eben letztendlich vor allem in den USA Geld verdient wird mit diesen Daily Active Users. Das ist so, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Plattform haben, Anbieter sind einer Finanzseite etwa, die international tätig ist, und Sie haben in Deutschland diese Seite am Laufen und in Russland die Seite am Laufen und in Brasilien etc. etc., dann haben Sie vielleicht in Russland doppelt so viele User wie in Deutschland, aber Sie verdienen dennoch mehr Geld mit der deutschen Seite, schlichtweg, weil die Werbung da besser bezahlt wird. Und dementsprechend ist das das große Problem. Vor allem auch der Rückgang in den USA selbst, und man hatte dann vor allem auch noch den Ausblick ziemlich deutlich gesenkt, und das war dann des Schlechten zu viel, die Aktie dementsprechend im Sinkflug. Und hier aufhorchen ließen dann solche Bemerkungen: Wir hören von Advertisers, also von Werbetreibenden, dass die makroökonomischen Herausforderungen wie Cost Inflation und Supply Chain Disruptions are impacting advisor budgets. Also sprich, das Geld der Werbetreibenden sitzt nicht mehr so locker. Davon hat Google offenkundig noch nichts mitgekriegt, aber das ist doch ein Hinweis. Supply Chain und vor allem Cost Pressure durch Inflation. Ähnliches hatte ja PayPal schon am Tag zuvor gesagt. Also das verdichtet sich jetzt, dass hier sozusagen diese Inflation, dieser Margendruck plötzlich doch sich in den Zahlen ganz deutlich widerspiegelt. Und hier ist interessant, dass obwohl wir diesen Margendruck haben, jetzt die Analysten weiter davon ausgehen, dass wir steigende Margen in den nächsten drei Quartalen haben. Dabei beginnt jetzt erst der Margendruck offenkundig hier richtig in die Bilanzen reinzufressen. Also da stimmt etwas nicht zwischen den Erwartungen der Analysten und dem, was wir jetzt an Zahlen respektive an Aussagen etwa von Facebook, etwa von PayPal sehen. Und das zeigt, dass auch im Tech-Sektor, von dem man ja glaubte, der wäre für solche Fragen relativ unverwundbar oder in solchen Fragen relativ unverwundbar, dass da eigentlich kein Problem besteht. Apropos unverwundbar, schauen wir uns mal an, wer besonders gelitten hat durch das, was da gestern passiert ist mit Facebook. Und da sehen wir zum Beispiel die Schweizer Nationalbank, die ja viele Aktien hält, gerade im Tech-Bereich aus den USA. Und hier sehen wir, da wurden mal eben 700 Millionen Dollar vernichtet, weil man da eben ziemlich dick drin ist. Auch die deutsche, auch Allianz zum Beispiel ist da nicht unwesentlich, der kalifornische Staat oder Bundesland Kalifornien, Wells Fargo. Also da hat es viele erwischt, und vielleicht muss dann die SNB, der größte Hedgefonds der Welt, erklären, warum es diesmal keine Auszahlungen an die Kantone gibt. Aber vielleicht kommt auch ein Martin Call durch die Fed, wie hier Zero Hedge zynisch und sarkastisch bemerkt. Ja, das ist das biggest earnings disappointment im Fangman Big Tech Sektor, den wir wahrscheinlich erlebt haben. Eine 10% Topline Miss. Und möglicherweise, wie Will hier andeutet, a trend-stopping sea-change moment for the market. Also vielleicht für die Tech-Werte.
eben wegen diesen beschriebenen Dingen wie Kostendruck, Inflation, Geld der Werbetreibenden sitzt nicht mehr so locker, Supply Chain Issues und so weiter. Heute Abend kommt Amazon und das wird jetzt natürlich im Kontext dieser Zahlen von Facebook sehr wichtig. Wir hatten ja vorher positiv Apple, Microsoft und Google und jetzt eben dann die schwere Enttäuschung durch Gesichtsbuch. Jetzt kommt heute Amazon und wird Amazon etwa wie Google dann vielleicht einen Aktiensplit machen? Damit rechnen viele. Das könnte nochmal im Vorfeld ein bisschen Optimismus reinbringen. Weniger optimistisch oder zumindest die Ex-Frau Mackenzie Scott von Jeff Bezos, die hat im letzten Jahr allein mal für 8,5 Milliarden Dollar Amazon-Aktien verkauft. Aber die Amazon-Aktie, die ist doch zuletzt ziemlich schlechte gelaufen. Ja, die Long-Only-Fraktion, die Stocks-Always-Go-Up-Fraktion, die hat sich gemeldet. Hier etwa oben ein Kommentar auf Finanzmarktwelt. Fatput, weil ich gestern mein Video Fatput, wo ist der Fatput genannt, hatte Google und Apple sensationell, more to come, Ende Februar, neue All-Time-Highs, nach langer Zeit mal wieder bei Finanzmarktwelt reingeschaut und nichts Neues. Ja, ja, da wird schön abgetaucht, eben solange die Kurse fallen, wobei wir weder fallende noch steigende Kurse postulieren, sondern einfach das beschreiben, was der Fall ist aus unserer Sicht. Warten auf den Crash und wieder den Dip nicht gekauft. Niemand wartet auf den Crash. Aber das sei mal dahingestellt. Ich habe dann geantwortet, die Long-Only-Fraktion ist wieder aufgetaucht nach langem Abtauchen. Aber leider hatte Facebook die Laune etwas verdorben und das war nur etwa 20 Minuten nach diesem Kommentar hier oben von wegen, dass wir ja den Crash herbeireden etc. etc. Dann ein anderer Kommentator auf YouTube etwa von der Korrektur von Januar 22 ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ich glaube weder an den Bärenmarkt noch an einen Crash. Wie gesagt, Crash ist nicht das, was ich in irgendeiner Form ins Spiel bringe, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass die Fed eben kein Interesse hat, dass wir jetzt neue Allzeithoch sehen, aber sie hat eben auch kein Interesse an einem Crash, der dann wirklich die Wirtschaft stark beeinflussen würde. Jedenfalls, die Wirtschaft verträgt nicht so viel Zinsanhebungen. Inflation wird sich 2022 wieder halbieren und normalisieren. Also wir sehen, diese Optimisten sind plötzlich wieder aufgetaucht. Und oben sehen wir die Umfrage unter amerikanischen Privatinvestoren. Da hatten wir letzte Woche noch 53% Pessimisten, also Bären. Jetzt sind es nur noch 43%. Also diese Rallye, die hat auch im Stimmungsbild etwas verändert. Ich hatte gestern über diesen Fatput gesprochen eben. Eben die These, dass die US-Notenbank die Financial Conditions etwas straffer gestalten will, schlichtweg um die Nachfrage zu senken, denn die Fed hat Einfluss auf die Nachfrage, nicht auf das Angebot, da kann sie nichts machen, aber sie kann die Wirtschaftsnachfrage ein bisschen dämpfen, damit dämpft sie auch die Inflation und wir sehen hier Julian Bridgen, der sagt, ja, viele sagen, ja, das ist doch wie 2016, da fing das ja auch schwierig an, aber dann gab es eine 25% Rallye, aber er sagt, damals war das geldpolitische Umfeld total anders, da hat die US-Notenbank die Aktienmärkte gestützt, das supportet, jetzt ist offenkundig das nicht der Fall, eher das Gegenteil, könnte man sagen, und wir sehen jetzt auch diese drei neuen Kandidaten, die Fed, die Joe Biden jetzt in die Fed bringen kann und will, da sind ja Posten frei geworden, die haben alle klar gemacht, uns geht es um die Bekämpfung der Inflation, also sind da praktisch drei Inflationshawks, die jetzt in die US-Notenbank Fed kommen. Und Kostendruck der Unternehmen, Inflation, Reaktion der Notenbank auf die Inflation, schauen wir uns mal den Arbeitsmarkt an. Auch wenn wir morgen wahrscheinlich schlechte Zahlen vom US-Arbeitsmarkt bekommen, sehen wir, dass die Resignations, also die Kündigungen, die sind schneller gewachsen als das Hiring der Unternehmen. Das zeigt, wie eng der Arbeitsmarkt ist, dass sozusagen die Arbeitnehmer es sich leisten können. Du, ich kündige, bei dem anderen kriege ich mehr Gehalt, Servus und Ciao. Also da ist sozusagen ein Lohndruck da. Das ist der Druck, den die Unternehmen jetzt besonders spüren. Aber jetzt kommen wir nochmal to the markets. Wir sehen, dass wir gestern relativ einheitlich im Plus waren. Das war alles so bullisch, dass sogar der VIX gestiegen ist, also die Volatilität. Wir sehen, dass defensive Sektoren eigentlich vorne waren. Real Estate, Utilities, Healthcare. Überraschenderweise, also das ist jetzt eigentlich nicht so das super Bullshit normalerweise, dass die defensiven Sektoren da hier so gut performen. Wenn wir uns, wie Mike Saccardi hier andeutet, mal die letzte Woche anschauen, anhand von Analysen der Bank of America, was haben die Leute gemacht, als ja diese so turbulente Woche, letzte Woche der Fall war?
als wir diesen heftigen Abverkauf gesehen haben am Montag und dann allerdings die US-Märkte etwa der S&P 500 mehr oder weniger unverändert die Woche noch hat schließen können, dass wir gesehen haben, dass die US-amerikanischen Kunden, die waren net buyers, also die haben gekauft. Und was haben sie gekauft? Vor allem haben sie gekauft den Tech-Bereich wieder. Da ist also sozusagen von Kapitulation, von Washing out irgendwie noch kein Anzeichen. Vielmehr wurde da schön reingekauft. Wir haben ja den S&P 500 500 Punkte fallen sehen, dann 370 wieder nach oben. Jetzt ist alles wieder gut, ist so die These. Wir werden sehen, ob das der Fall ist und wenden uns jetzt zu dem Thema des heutigen Tages zu, das wahrscheinlich in Europa vor allem wichtig ist. Natürlich die EZB-Sitzung. Wir hatten gestern die Verbraucherpreise in der Eurozone 5,1%, höchster jemals ermittelter Wert, seit es die Gemeinschaftswährungszone gibt. Ein Nackenschlag für die EZB. Man darf gespannt sein, wie Lagarde darauf heute reagiert. Um 11 Uhr heute kommen die Erzeugerpreise. Die sind letzten Monat ja um 23,7% gestiegen. Diesmal erwartet man 26,1%. Also ganz leichte Inflation und Kostendruck für die Unternehmen. Und nein, natürlich, die Unternehmen, das sind ja Samariter, die geben doch diese gestiegenen Kosten nicht weiter an die Konsumenten. Das würden die niemals machen, gell? Dementsprechend haben jetzt aber doch die Märkte damit gerechnet, dass die EZB gezwungen sein wird, die Zinsen anzuheben. Die Geldmärkte preisen jetzt fast 3 Zinsanhebungen durch die EZB ein. Wahrscheinlich passiert das auch. Die weiß es nur noch nicht, die EZB. Das ist sozusagen das Drama. Schauen wir uns mal den Immobilienmarkt an. Natürlich hat diese ultralaxe Geldpolitik der EZB die Vermögenspreise angehoben, dabei vor allem die Immobilienpreise. Wir haben jetzt den längsten Immobilienboom. Hier sehen wir mal 2015 bis eben jetzt oder hier das Niveau von 2015 kommend. Es geht steil nach oben. Angeblich ist auch die Leistbarkeit, das ist der Chart unten, dieser Immobilien relativ gut, weil die Kredite eben nichts kosten. Aber vielleicht ist ja die Immobilie ein bisschen zu teuer, dann hilft mir der sehr günstige Kredit auch nichts. Aber was das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dadurch, dass die Immobilienpreise so stark gestiegen sind, mussten die Leute durchschnittlich immer mehr Geld sich leihen bei der Bank, mussten also immer mehr Schulden aufnehmen. Diese Schulden wiederum erfordern niedrige Zinsen, sonst fliegen diese Leute, die so viele Schulden aufgenommen haben, aus der Kurve. Das ist ein Teufelskreis, der durch diese Geldpolitik der Notenbanken hier entstanden ist. Und jetzt kommt noch der Druck vom Rohstoffsektor hinzu. Hier sehen wir mal die Erholung der Rohstoffpreise. Covid hier, dieses rote Ding, das ist die schnellste Erholung des Rohstoffmarktes ever, weil wir eben jetzt in einem inflationären Umfeld sind, das zumindest was die Rohstoffe betrifft, offenkundig schnellere Preissteigerungen zeitigt als eben in den 1970er Jahren. Und das sorgt eben für diesen Inflationsdruck, weil Güter knapp sind, die Nachfrage ist nach wie vor hoch, eben aufgrund der Politik der Notenbanken plus Helikoptergeld etc. etc. Und jetzt könnte es schwierig werden, jeder Zweite laut dieser Umfrage der Schufa fürchtet, dass es sehr eng werden wird. Und wir sehen hier mal den Wahnsinn, die EZB schüttet weiter Benzin ins Feuer mit 81,7% des BIPs. Jetzt die Bilanzsumme, nach wie vor kauft man Anleihen, führt damit Liquidität in die Märkte. Es ist unfassbar, nur die Bank of Japan und die SNB, die Schweizer Nationalbank, die jetzt durch Facebook ein bisschen getroffen wurden, sind noch krasser drauf. Schauen wir uns jetzt mal zunehmend stimmend an, auch aus dem Bankensektor. Schleichende Enteignung der Mittelschicht, so sagt es der Sparkassenpräsident Helmut Schlewels. Jetzt ist Zeit umzusteuern. Allein es wird wohl nicht passieren, die gute Madame Lagarde wird wieder sagen, welche Inflation, il n'y a pas d'inflation, es gibt gar keine Inflation, ihr Deutschen seid crazy. Aber jetzt sieht sie, dass eben auch die Preise nicht nur in Deutschland stark steigen. Sie hat ja immer gesagt, hier zum Beispiel Erzeugerpreise in Deutschland explodiert, ja gut, das ist halt ein Land in der Eurozone, jetzt muss sie Farbe bekennen und man darf gespannt sein. Wir werden 14:30 werde ich live kommentieren, schriftlich kommentieren, das was die Madame Lagarde da wieder an Schlauheiten von sich gibt. Und wenn Sie mal wissen wollen, wie es jetzt im US-Tech-Sektor aussieht, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, da gibt es bei uns auf finanzmarktwelt.de einen Chartvergleich.
den ich Ihnen mal ans Herz lege, wenn Sie wissen wollen, was könnte da besser aussehen, was sieht schlecht aus, wie würde das heute mit Amazon vielleicht ausgehen. Die Zahlen werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. 14:30 die PK von Madame Lagarde, 16 haben wir dann, 16 Uhr ISM, Indizes und dann nach 22 Uhr die Amazon-Zahlen. Das sind die Highlights. Ich sage Servus und Ciao.